Podcast, Freunde. Herzlich willkommen zu einem weiteren Promi-Geflüster. Heute wiederum in Stuttgart bei Soko Stuttgart. Und ich kann nur sagen, also heute geht es eigentlich gar nicht um einen wirklichen Schauspieler, sondern um einen Fußballer. Und ich sage einfach mal ein paar Jahreszahlen und mal sehen, vielleicht wisst ihr, um wen es sich handelt. Ihr werdet ihn dann gleich sehen. 1975 bis 1982. VfB Stuttgart. Dann 82 bis 84. Inter Mailand. Dann 84 bis 85. AC Como. Und 85 bis 90. Swarovski Tirol. Ich denke mal, ihr wisst, um was es sich handelt. An der Stimme vielleicht schon erkannt. Hansi Müller, herzlich willkommen. Hallo. Tja, vom Fußballer jetzt zum Schauspieler. Ist das eine einmalige Sache oder hast du da schon irgendwie jetzt Lunte gerochen? Naja, Fußballer sind ja auch manchmal Schauspieler, aber auf eine andere Art. Ja, als ich die Anfrage hatte vor ein paar Monaten, habe ich gesagt, ja okay, wenn ich einen früheren Fußballer spielen soll, eben den Hansi Müller, dem man eine Pagode, ein SL klaut, dann mache ich das einfach mal. Es waren ja auch überschaubare Texte und Szenen, 3 Stück waren es insgesamt, und ich habe gesagt, warum nicht? Das ist ja für mich ein Heimspiel hier, Soko Stuttgart, hier am Römerkastell dann auch zu drehen, und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber ich denke, das ist eine Geschichte, die jetzt einmalig ist, und dabei belässt man es dann auch und lässt einfach die Schauspieler weiterhin ihren Job machen, und ich habe nicht vor, irgendjemandem den Job wegzunehmen. Sehr schön, sehr schön. Aber wie gesagt, wenn man dich jetzt so sieht, machst du einen glücklichen Eindruck. Wobei, ich weiß nicht, ob man ein bisschen in der Vergangenheit zurückblicken darf. Die letzten Jahre gab es ja auch ein paar traurige Ereignisse. Ja. Aber ich glaube, jetzt mittlerweile wieder also geht es schon ganz nach oben. Ich denke, es gibt immer wieder Nackenschläge im Leben, irgendwelche Tiefen, irgendwelche Verluste. Und ja, es ist so, dass vor knapp 6 Jahren meine Frau am Gehirntumor gestorben ist. Und auch vor 1,5 Jahren meine Mutter, im Alter von 72 Jahren, meine Frau, die Claudia, war damals 46. Und ich denke, es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder man beklagt sich und fragt, warum, und tut Trübsalblasen. Oder man sagt, man akzeptiert es, ist trotzdem dankbar für die Zeit, die man miteinander hatte, und klammert sich an das und schaut nach vorne, weil das Leben ja weitergeht. Man hat weitere Pflichten und Verantwortungen auch. Ich vor allem jetzt auch gegenüber meinen 2 Großen, die 25 und 22 sind, die haben keine Mami mehr, also muss der Papa noch mehr für sie da sein. Und ich denke, an so einer Geschichte kann man auch wachsen. Und ich sage jetzt einfach mal, dass es mir gelungen ist, obwohl die Claudia, meine Frau und auch meine Mutter bei mir eigentlich täglich präsent sind. Klar. Und das gehört einfach zum Leben, und das ist in dem Moment, wo es passiert, natürlich bitter. Aber wie gesagt, das muss auch immer weitergehen. Immer nach vorne schauen, und auch, ich glaube, einen 4- oder 5-jährigen Sohn gibt es auch mittlerweile. Der Sandro, der ist inzwischen 14 Monate alt. Ich bin mit meiner neuen Partnerin jetzt nochmal Papa geworden, was dazu geführt hat, dass wir auch im Moment ein schönes Einfamilienhaus bauen. Das erste Mal, dass ich für mich selbst auch ein Haus baue. Sonst waren wir überall in Miete, und das ist natürlich ein ganz neuer Lebensabschnitt. Und ich genieße es sehr, dass ich jetzt im Alter von 53 den Kleinen voll genießen kann. Ich habe das Büro zu Hause, und es ist natürlich was ganz anderes, wenn man mit 53 nochmal Papa wird. Das ist, ja, man ist reifer, man ist gelassener, man ist mit dem Kopf wirklich voll bei der Sache. Und wenn man mit 25, 30 Papa wird, dann steht man noch ganz anders im Leben und ist, sage ich mal, noch mehr gefordert und mit dem Kopf auch anders. Also ich genieße das im Moment sehr. Da kann man jetzt dann doch ein bisschen anders aufs Kind eingehen, als was man vielleicht bei den anderen vielleicht unter Umständen versäumt hat. Ganz genau. Dann gibt es bei mir in meinem Blog, wo ich dann auch die Interviews immer präsentiere, einen lieben Kollegen, den du auch noch kennst aus der Vergangenheit. Das ist unser Freund Fritz Tillack. Er hat mir vor kurzem mir auch erzählt, früher aus der Bravo-Zeit, du warst da Junge des, oder Boy des Monats oder Boy des Jahres, ja, sogar. Der Fritz, was hat es da damit auf sich? Fritz treffe ich immer wieder mal bei diversen Veranstaltungen. Und es war so, ich war damals, glaube ich, 17 oder 18, und
mein Bruder hatte eine Wette gemacht mit einem Freund, der hat gesagt, du, mein Bruder sieht ganz gut aus und wenn ich da Fotos einschicke, der wird vielleicht Bravo Boy. Und also hat das ohne mein Wissen gemacht und die haben dann plötzlich angerufen und gesagt, ja, wir hätten da Fotos eingeschickt, ich wusste von gar nichts. Mein Bruder saß hinter in der Ecke, hat gelacht und dann kamen die und haben Fotos gemacht, dann waren wir plötzlich unter den letzten 30 und dann plötzlich unter den letzten 10. Sind dann 10 Mädels und 10 Jungs nach Berlin gefahren in die Deutschlandhalle. Da war da dieser Wettbewerb, Bravo Boy, Bravo Girl und ich bin dann Sechster geworden. Und kurz später war ich dann Profi und man hat sich dann erinnert, ah, der war da in Berlin und hier. Und dann hat gar niemand mehr interessiert, ob ich Fünfter, Sechster oder Erster war. Ich war dann halt der Bravo Boy und der Sonny Boy und das war dann von Anfang an mein Titel als Bundesligaspieler. Aber ich denke, ich habe damit gelernt zu leben. Es war damals halt so und da gab es natürlich dann auch schon mal ein paar böse Worte von Gegenspielern, die gesagt haben, du Bravo Boy, du Sonny Boy, dir zeige ich jetzt, wo es lang geht. Auch damit musste man fertig werden, aber ich denke, das war in Ordnung und ich war meinem Bruder im Nachhinein auch nicht böse, weil er hatte zumindest die Wette gewonnen gegen seinen Freund, ja, dass ich da mitmische und eben bei der Bravo war dabei. Genau. Und heute schmunzelt man ein bisschen drüber, oder? Ja, mit einer gewissen Distanz, klar. Am Anfang regt man sich vielleicht kurz auf oder wenn eben man von den Medien so in der Ecke gestellt wird, so ja, der schöne Hansi und ja, Sonny Boy und ist sich zu schade für die Drecksarbeit auf dem Platz. Das sind dann natürlich die Auswirkungen in den Medien, aber ich denke, letztendlich ist es entscheidend, was man für eine Leistung bringt am Platz und wie erfolgreich man spielt. Genau. Und da ist es mir gelungen, eigentlich bei der Elite mitzumischen, mit ein paar Länderspielen und ein paar große Turniere gespielt, wie WM und EM. Und deswegen war das schon ganz okay so. Wie sieht es beim Sohnemann aus? Ist der auch schon Richtung Fußball unterwegs? Mein Sohn, der Live, der jetzt 22 ist, der hat beim VfB gespielt, 5 Jahre in der Jugend. Im Übrigen mit Sven Ulreich, dem aktuellen Torhüter des VfB. Und bei ihm war es dann so, dass es mit der Schule eng wurde, weil sie sehr viel trainiert haben. Und er hat sich dann dafür entschieden, das Abi zu machen und hat dann, spielt jetzt nur noch hobbymäßig Fußball. Für ihn war eben Schulabschluss und Berufsausbildung, Studium, was er im Moment macht, sehr, sehr wichtig und das war auch seine Entscheidung. Er ist nach wie vor mit dem Fußball verbunden, aber eben wie gesagt hobbymäßig und er ist ein sehr, sehr guter Fußballer. Sehr schön. Wenn wir jetzt gerade mal einen Profi noch neben uns haben, VfB, zurzeit sieht es ja nicht ganz so rosig aus. Wie siehst du es, was kannst du noch für Tipps geben? Ist es noch machbar, dass sie zumindest erhalten bleiben in der ersten Liga? Also ich bin überzeugt, dass der VfB in der ersten Liga bleiben wird. Sie haben eine sehr, sehr gute Mannschaft, gute Qualität. Jetzt entsteht gerade dieses Fußballstadion, das wird im Mai fertig sein oder eben dann zur neuen Saison. Und ich bin überzeugt, dass der VfB weiter gegen Dortmund, Bayern und HSV spielen wird und nicht gegen Aue, Osnabrück und Paderborn. Weil einfach jetzt auch durch ein Spiel in Frankfurt, das man gewonnen hat mit sehr viel Leidenschaft und Quäntchen Glück, dass man in den nächsten 10 Spielen so viele Punkte einfährt, dass man in der Bundesliga bleibt. Da gibt es andere Mannschaften, die auch schwächeln. Und ich habe sehr viel Vertrauen in die Mannschaft, auch in die Arbeit von Bruno Labbadia und Freddy Bobic und bin überzeugt, dass es schaffen wird. Dann drücken wir die Daumen und in 2-3 Monaten wissen wir mehr. Liegt es eigentlich wirklich an den Spielern oder ist vielleicht auch ein bisschen das Management schuldig? Das kann man immer ganz schwierig sagen. Meine Schuldige sind immer schnell gefunden, allen voran der Trainer. Aber es ist natürlich so, wenn eine Mannschaft international spielt und auch die Zielsetzung hat, in der neuen Saison sich international wieder zu qualifizieren, hat am Anfang eine Negativserie, rutscht unten rein, merkt plötzlich, hey, wir könnten ja vielleicht absteigen, dann ist es ganz schwer, den Hebel umzulegen. Und die Mannschaft vom VfB, die ist gebaut, einen guten, gepflegten Fußball zu spielen auf internationalem Niveau. Und wenn du dann unten drin stehst und gegen den Abstieg spielst, sind ganz andere Tugenden gefragt. Wir sagen da immer die Fußballer so mit Messer zwischen den Zähnen, um jeden Zentimeter Boden kämpfen. Und da tut sich die Mannschaft halt schwer. Und genau das ist das Problem, dass man verinnerlicht, dass es um die Existenz des Vereins geht, weil zweite Liga wäre verheerend von VfB, gerade jetzt mit dem neuen Stadion, mit der Vermarktung, der Business Seats, Business Logen, die Sponsoren, auch die Fernsehgelder, das sind heute zwischen erster und zweiten Liga liegender Welten. Und deswegen muss man natürlich alle Kräfte bündeln und sagen, wir müssen, um
jeden Preis in dieser ersten Liga bleiben. Und ich kann es auch nochmal sagen, Schuldige sind schnell gefunden in Form von Trainer, aber es sind oft viele Dinge im Umfeld, die passieren, die nicht so funktionieren, bis hin zum Druck und auch zu der Erwartung von den Fans und vom ganzen Umfeld. Also es ist manchmal nicht ganz einfach, aber die lernen es trotzdem mal. Alles klar, das war jetzt die Worte eines Profis und er muss es ja wissen schließlich. Und dann würde ich einfach sagen, liebe Podcast-Freunde, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und ich bedanke mich recht herzlich fürs kurze Gespräch, lieber Hansi, dir alles Gute. Ich danke auch, mach dir alles Gute. So, ja.